Herzlich willkommen zu SCF Token Wallet, zu meiner neuen Präsentation. Heute möchte ich mit dir über Aktivieren vom iBoard, vom Tageskonto sprechen und auch eben kurz, wie du eine Auszahlung machst. Okay, vorab möchte ich dir aber auch sagen, dass du, wenn du an unserer App teilnimmst, vollständig die Risiken trägst. Heißt also, wir übernehmen hier keinerlei Haftung. Auch ich mache keine Finanzberatung oder ähnliches. Es sind einfach Erfahrungen, die ich hier weitergebe. Und ja, alle wichtigen Informationen findest du auch unter diesem Video. Wenn du die App noch nicht haben solltest, findest du auch den Download-Link und auch noch weitere Informationen. Wenn dir dieses Video gefällt, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Gefällt es dir nicht, darfst du mir auch gerne einen Daumen nach unten geben. Ja, du darfst auch was in den Kommentaren reinschreiben. Das freut mich natürlich sehr. Und wenn du immer auf den aktuellen Stand sein möchtest, abonniere doch bitte meinen Kanal. Okay, fangen wir einfach mal an. Wie ich schon gesagt habe, SCF Token, da sprechen wir jetzt mal über den iBoard. Und ja, jeder sollte sich im Klaren sein, wenn er Geld in der Hand nimmt, darf es ihm nicht wehtun. Ja, also deswegen trägst du auch das Risiko selber. Es darf dir nicht wehtun. Nimm bitte nur so viel Geld in der Hand, wie es du dir auch leisten kannst. Ich sage immer, wenn es morgen weg ist, tut es zwar weh, aber du musst trotzdem noch Brot und deine Kosten, die du so hast in deinem Leben, ja, noch bezahlen können. Okay, hier haben wir auch die Möglichkeit, schon mal erstmal mit einer kleinen Einlage anzufangen, ja, von $100. Dann geht das bis $500. So, und da drauf erhält man einen Bonus von 0,27% täglich und einen monatlichen Bonus macht das dann von 8%. Einfach als Beispiel, $100 ergeben dann 8 Euro. Die zweite Möglichkeit ist dann $501 bis $3000. Macht dann täglich 0,40% im Monat 12. Die dritte Möglichkeit, $3.001 bis $30.000 sind dann 0,53%, das macht dann 16% aus. Oder halt 30.001 bis 50.000 sind 0,6, ergibt dann 18%. Okay, so jetzt wirst du die App, falls noch nicht, lad sie dir runter. Unterhalb diesen Videos findest du den Link. Dann, wenn du alles eingerichtet hast, dein Wallet eingerichtet hast und so weiter, kommst du dann wieder auf die App. So, und dann wird dein Bild circa so aussehen. Ja, da wird einfach nur SCF stehen und mehr nicht. Um jetzt aber Geld auf deine App zu transferieren, brauchst du ja deinen persönlichen ETH-Code. So, und den aktivierst du ganz einfach, indem du auf das schwarze Kreuzlein drückst. Dann öffnet sich diese Seite. Dann gehst du her, drückst einfach nur auf den Schieber. Ja, dann wird der Schieber umgelegt. Dann sollte er grün sein und somit ist er dann drinne. Und du hast im Wallet dann auch dein ETH-Konto zu sehen. So, jetzt brauchen wir ja deine persönliche Adresse. Wie findest du die? Ganz einfach, du drückst auf ETH, dann öffnet sich dieser Reserves-Button oder beziehungsweise da drückst du dann drauf. Ja, und dann öffnet sich deine persönliche ETH-Adresse. Die kannst du entweder kopieren oder du arbeitest jetzt mit dem QR-Code. Ja, und transferierst jetzt Geld in dein ETH-Konto. Hier bei SCF. So, sobald das geschehen ist, gehst du her, gehst auf den iBoard hier unten, dann gehst du auf In und dann öffnet sich dieses Fenster hier und hast du die Möglichkeit, jetzt dein Wallet hier auszuwählen. Im Prinzip hast du ja jetzt im Moment erstmal nur eins, weil wir ja nur mit ETH erstmal einzahlen können. Also drückst aber trotzdem drauf, dann öffnet sich hier unten nochmal so oder hier zwischen circa nochmal so ein Fensterchen. Da kannst du dann drauf drücken, dann wird dein ETH-Wallet quasi angezeigt und auch der Betrag, den du dort zur Verfügung hast.
So, jetzt schreibst du in dem nächsten Feld hier, schreibst du deinen Betrag rein. Ja. Gib bitte immer so 0,01, lass bitte immer auf deinem Wallet. Ja. Ich sage mal, mach ruhig ein bisschen mehr, dann bist du auf den sicheren Weg. Dann gibst du dein Wallet-Passwort ein, drückst auf Confirm und dann dauert es circa 5 bis 6 Minuten. Dann kannst du dann in dein iBoot dann auch schon was sehen. Ja? Okay, jetzt möchte ich dir aber auch noch die Auszahlung vorstellen, wie das funktioniert. Ist im Prinzip ja ganz einfach. Klick einfach hier oben, das steht jetzt hier in Koreanisch oder Japanisch. Ja, drück hier einfach jetzt mal rechts oben, wenn du auf deine App schaust, ja, auf Exchanger. Ja, dann öffnet sich dieses Fenster. So, dann kannst du jetzt hergehen, Wallet auswählen. Jetzt gehen wir mal von aus, du hast schon SCF-Token erwirtschaftet. Ja, du bist jetzt schon einige Zeit dabei. Dann wählst du das aus, dann erscheinen die hier auch wieder. So, dann sagst du, du möchtest sie gerne in Ethereum haben. Dann gehst du auf SCF-Betrag eingeben. Ja, dann gibst du dann dementsprechend das ein, was du umtauschen willst. Dein Wallet-Passwort, Confirm und fertig. Ja. Also finden tust du dann die ETHs, die du dann aus deinem iDoc rausgenommen hast, ja, findest du dann vorne auf der ersten Seite in deiner App in dein ETH-Konto, ja. Und ja, wie zahlst du die jetzt aus? Ganz einfach, du drückst jetzt hier einfach auf ETH drauf, dann öffnet sich dieses Fenster, gehst auf Senden. Nimmst die ETH-Adresse, wo du das Geld hinsenden möchtest. Dann gibst du den Betrag ein. Ja, was weiß ich. Ja, 0,0076. Ja, so wie hier in dem Beispiel. So, dann hast du hier so, da siehst du so ein Fahrrad und ein Flugzeug. Da machst du gar nichts dran. Ja, so und dann gehst du einfach auf Senden und ich selber habe es ja auch schon ausprobiert, also so eine Zahlung, ja, bis es dann auf deinem Wallet ist, deines Wunsches, ja, ist es dann so in circa 10 Minuten da. Ja. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und wie gesagt, unterhalb des Videos findest du alle weitere Daten. Bis dahin, ciao, ciao.